Über 460 Millionen Coins, das weltbeste Team in FIFA 22 und zum zweiten Mal die Nummer 1 im Transfererlös. Was uns aber viel stolzer macht, unser erfolgreichstes Community-Mitglied Stefan hat über 65 Millionen FIFA-Coins ertradet. Und genau das kannst du auch schaffen. Mit den Elite-Trading-Tipps von FootPeppy, zeitsparenden Tools und einer motivierenden Community geben wir dir alles mit, was du benötigst, um am Transfermarkt immer einen Schritt voraus zu sein, um deine Münzen kinderleicht zu vermehren. Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und du kannst das Angebot 14 Tage lang testen. Jo Leute, was geht? Willkommen auf dem FootPeppy Trading Kanal und heute habe ich wieder ein paar Investment-Tipps für euch, die ihr umsetzen könnt, um eine Menge Coins zu machen. Heute um 19 Uhr beginnt die neue Promo namens Radioactive, heißt aber auch, dass die aktuellen Promo-Karten, also die Thunderstrokes-Karten, aus den Packs gehen und da habe ich mir mal zwei Karten rausgepickt, die ich aktuell sehr, sehr interessant finde, beziehungsweise die ein Investment darstellen, das überhaupt kein Risiko hat. Karte Nummer 1 ist um Titi, da gab es ja schon den Fail von EA. Der ist ja als 84er Karte in die Packs gekommen, sollte aber eigentlich als 85er Karte in die Packs kommen. Das hat EA bereits angepasst. Er hat übrigens auch schon sein erstes Upgrade gesammelt, heißt, der ist jetzt schon eine 86er Karte. Heißt auch, wenn er aus den nächsten drei Spielen noch zwei Siege holt, kriegt er eine 87er Karte und ich sag mal so, im nächsten Spiel ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass er das Spiel für sich entscheidet. Gegen Paris wird natürlich etwas schwieriger, aber auch hier könnte noch ein Sieg drin sein. Es ist auf jeden Fall ein No-Risk-Investment, weil wir sehen ja hier, der ist auf 13.000 Coins, ist ein 86er Rating, geht wahrscheinlich auf eine 87. Dazu muss man sagen, ist natürlich auch ein Long-Term-Investment, also es dauert noch ein bisschen. Und wir sehen, 86er sind aktuell alle schon bei mindestens 11.000, also auch da ist die Gap zum aktuellen Preis nicht so groß. Und wenn er dann wirklich auf eine 87 gehen sollte, ist da natürlich noch Potenzial da. 87er sind gerade bei 16.000. Das ist auch sehr, sehr günstig. Also ich erwarte, dass der, wenn der ein Upgrade bekommt, auf jeden Fall nochmal ordentlich steigt. Und es ist aber auch eine Karte, die man durchaus spielen kann. Ja, Umtiti aus der League Or ist eigentlich ein Spieler, gerade wenn der vielleicht zukünftig in irgendeine Evolution gepackt werden kann, der sehr, sehr interessant sein kann. Also deswegen einmal mitnehmen, im Verein speichern und ein zweites Mal mitnehmen, vielleicht auf die UV-Liste packen und dann war es das auch, ja? By the way, sorry, wenn ich heute ein bisschen vercheckter bin als sonst. Ich liege eigentlich flach, wollte aber trotzdem dieses Video für euch aufnehmen, damit ihr wisst, was zu tun ist, ja? Karte Nummer 2 ist Lukaku, ist gerade bei 25.000 Coins. 88er sind gerade bei 24.000, also auch da ist die Gap jetzt nicht wirklich groß. Es ist ein No-Risk-Investment, sage ich mal. Lukaku sowieso eine Karte, die man durchaus spielen kann, wenn man hier mal guckt, sein 86er Inform kostet 54.000. Also 88er Lukaku, absolut kein Risiko. Kann man einmal mitnehmen, im Verein abspeichern. Und wir sehen uns natürlich auch hier die nächsten Spiele an, beziehungsweise das erste Upgrade hat er ja gesammelt. Im nächsten Spiel am 3.12. bereits, also jetzt am Wochenende, stehen die Chancen auch sehr, sehr gut, dass Rom gewinnt. Heißt, er hat dann schon den zweiten Sieg und bräuchte dann aus den letzten beiden Spielen noch einen weiteren Sieg, um auf eine 89 zu gehen. Und das wäre natürlich ein schöner Sprung, weil 89er sind gerade bei 34.000 Coins, also auch Lukaku ein- bis zweimal als Clubstock in den Verein mitnehmen. Nächste Karte, die ich für euch habe, RTTK Awar, ja, kostet gerade 22.500 Coins ungefähr. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen günstiger erbieten. Der wird auf eine 88 gehen, also der hat sich das Upgrade bereits gesichert. Ist natürlich auch eine beliebte Karte, wie man hier anhand der Bewertungen sehen kann. Und wenn wir jetzt einmal schauen, 88er sind alle so bei 24.000 Coins, also ein paar hundert Coins sind, glaube ich, noch drin. Und ist natürlich eine Karte, die out of packs geht, beziehungsweise wenn 88er steigen, werden die 88er, die nicht mehr zu ziehen sind, beziehungsweise er ist ja nicht mehr zu ziehen, ich glaube, er ist gerade nicht im Thunderstruck-Team, bin mir unsicher. Auf jeden Fall steigen die immer etwas mehr an, als natürlich diese Gold Karten, die man die ganze Zeit ziehen kann. Also auch einen Awar würde ich mir einmal oder zweimal mitnehmen, im Verein speichern und vielleicht schon mal auf die UV-Liste packen. Vielleicht für 3.000, 4.000 Coins mehr. Sollte eigentlich relativ schnell weggehen. Wenn euch das Video bis hierhin schon weitergeholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr supporten und natürlich auch sehr, sehr freuen. Und wir machen weiter mit zwei SBCs bzw. Objectives, die wir während der Radioactive Promo auf jeden Fall sehen werden. Und einmal ist das Dia, finde ich jetzt tatsächlich nicht so spektakulär, aber trotzdem möchte ich euch diese Information natürlich nicht vorenthalten. Der wird entweder als Objective oder als SBC kommen und wir werden Skriniar sehen, der wird laut Food Sheriff
als SBC kommen. Hier oben steht zwar Objective auch noch mit dabei, er schreibt jetzt SBC. Als eins von beiden wird diese Karte auf jeden Fall kommen. Und ganz frisch reingekommen, der Leak ist 7 Minuten alt. Wir werden natürlich auch zur Radioactive Promo eine Radioactive Evolution sehen. Was genau die Herausforderungen oder die Bedingungen sind, ist noch nicht geleakt, aber eine Evolution wird auf jeden Fall kommen. Kommen wir zu unseren normalen Gold-Futter-Investments. Und da ist es so, dass wir diesen Base Hero Player Pick haben. Und dieser Base Hero Player Pick ist heute Abend um 19 Uhr wiederholbar. Wenn wir uns ja einmal die Bedingungen anschauen, was man für diesen Player Pick abgeben muss, sehen wir, brauchen einmal ein 84er Team und wir brauchen einmal ein 85er Team. Und was soll ich euch sagen, Futter in diesem Bereich finde ich gerade gar nicht mal so schlecht. Ja, wir haben 84er, die sind bei 2,8, 2,9k. Hier könnt ihr auf jeden Fall jetzt schon mal hingehen und euch einen Clubstock mitnehmen, ja? Nehmt jede Karte einmal mit, was ihr auf jeden Fall auch gut machen könnt, wenn ihr vielleicht 84er als Clubstock mitnehmt. Stellt die um 18.10 Uhr direkt UV auf den Transfermarkt drauf, also vielleicht für 1k mehr oder so, weil wenn dann der Pick wiederholbar ist, gehen eventuell ein paar Leute auf den Transfermarkt und kaufen euch eure Karten schon mal UV ab. Ja, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Also 84er für 2800, 2900 Coins und auch die 85er sind vom Preis her völlig in Ordnung. Ja, also ist kein großes Risiko, wenn ihr euch die für 6700 Coins maximal alle einmal in den Verein packt, sollte da nichts schief gehen. Gibt der ganzen Sache aber ein bisschen Geduld. Natürlich, heute Abend werden diese Ratings wahrscheinlich relativ preisstabil bleiben wegen des Player Picks. Aber ich denke mal, in der nächsten Woche sollten es aber auch langsam mal alle Ratings langsam einsteigen. Ja, ich habe da schon auf meinem Kanal vor ein paar Tagen ein Video zu gemacht. Langsam muss mal was kommen, was die Ratings ansteigen lässt, beziehungsweise ey, muss mal aufhören mit den ganzen Lightning Rounds unter der Woche. Ja, wo soll das alles hinführen mit den ganzen Packs? Und was halt auch noch interessant sind, ja, 83er, wenn ihr euch die unter 1000 erbieten könnt, ja, also wirklich per Gebot, so für 950, ist das, denke ich mal, auch ein Call, der völlig in Ordnung ist. Ist doch kaum Risiko dabei. Ihr wisst, 83er waren schon mal bei 2.500 Coins. Also einziges Risiko, was ich bei den Ratings allgemein gerade sehe, ist wirklich der Faktor Zeit. Mir geht's genauso auf den Sack wie euch, dass wir so lange auf dem Futter sitzen. Aber was sollen wir machen? Ja, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, in diesem No-Risk-Bereich zu traden oder diese No-Risk-Investments zu tätigen. Wir können UV machen, nebenbei halt in Futter investieren und da müssen wir dann ein bisschen geduldig sein. Also zusammengefasst, ich habe euch die drei Spieler genannt, Umtiti, Lukaku und Aouar, in die ihr reingehen könnt und natürlich in die Futter-Ratings 83er, 84er und 85er, die ich heute sehr interessant finde, wegen des Wiederholens. Hero Picks. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Trading-Video schon wieder. Bis dahin, schöne Zeit, haut rein, euer Seth.